Hallihallo Freunde und herzlich willkommen, mein Name ist CajunLP und heute beginnt es, heute ist es soweit, Episode 5 von The Walking Dead is released, no time left. Wir sind auf der Suche nach Clementine, denn die hat sich im letzten Part dünn gemacht, mal schauen, ob wir sie finden. Los geht's mit dem epischen Game und wie immer beim neuen, bei einer neuen Season, kommt natürlich ein geiles Video. Previously on The Walking Dead. Los geht's. What if my parents come home and I'm not there? I've got my walkie-talkie in case they try that way. Hey, there were some batteries in one of those boxes. Here, you can have some too. But we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah. They always stay in the same place when they go there. The Marsh House? Yes, that's it! You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! Yeah, why? Clementine? Clementine! Oh, no. Clementine's gone. Wherever she is, I have to find her. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We'll look for Clementine together. Hell yeah. If this was me asking you for help, would you be there for me? I need your help, please. I'm sorry, but you're on your own on this one. I swear, before this is all over, I'm gonna show you I can do something right. Clementine. Holy. Ja, und ich muss euch auch leider sagen, dass es die letzte Episode ist von The Walking Dead. Das heißt, sobald Episode 5 durchgespielt ist, ist das Game beendet. Ja, kack auch, dass wir gebissen worden sind, aber so ist es nun mal. Hier steht unser Zug. Nochmal eine kleine Vernon, Sequenz. Get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Tony. Where have you taken her? This isn't Vernon. Watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. What do you want from me? Whatever it is, I'll do it. You can let her go. I want you to never hurt anybody again. This isn't a kidnapping, Lee. Ach du Scheiße! I don't care what it is. Just let her go. Na klasse. Hätte ich mal lieber fragen sollen, was es denn ist, wenn es kein Kidnapping ist? Egal. Wir holen uns auf jeden Fall Clementine zurück. Wir sind ja nicht bescheuert. Das gibt's doch gar nicht. Just hold on, Clementine. I'm coming for you. This is bad, but we can deal with it together. We're going to need to hurry. Ja, natürlich müssen wir uns beeilen, denn wir sind ja gebissen worden. Vielleicht gibt's ein Happy End und er wurde gar nicht gebissen, sondern hat sich nur verletzt. How's that feeling? Einem Stück Holz. It doesn't matter. It is what it is. We don't have a lot of time. Ach du Scheiße, da kommt schon wieder die Zombie-Horden angekrochen. Verdammte Axt. We're about to have a lot less. We three will stop them getting in. Lee, find a way out of here. Ja klar, logisch. So, da gucken wir mal. Was ist denn das hier? Nothing through here. Da können wir uns höchstens drin verstecken irgendwie. Was ist das? Eine Waage für Leicheneingeweide. Hilft uns auch nicht weiter an der Stelle. Gucken wir doch mal in den Schrank rein. Mist. Leer. Just some surgical supplies. Ja, nimm doch wenigstens das Skalpell mit und schneid dir einen Arm ab, Lee. Dann bist du wenigstens nicht mehr infiziert, Junge. Ach du Scheiße. Irgendetwas, um. Ja, keine Ahnung, Eingeweide auseinanderzudrücken.
Bauchwände oder so. Richtig, ein Wagenheber für den Körper. Ja. Quasi, um irgendwas auseinanderzuziehen. Ist ekelhaft. Und hier ist auch nichts drin. Okay, jetzt haben wir schon mal dieses komische Ding zum Ziehen. Vielleicht können wir das ja irgendwie verwenden. Wahrscheinlich können wir das verwenden, denn ich habe es ja aufgenommen. Die Frage ist halt, wo wir das verwenden können. Ja, das kann ich euch auch nicht sagen. Vielleicht können wir damit irgendwie eine Tür öffnen. Wir können ja erstmal... Ach komm, wir versuchen das einfach gleich mal. Genau. Zack, rein und dann schön pumpen. Ja, komm, pumpen. I'll have these doors open in 2 seconds. Ja, die Frage ist, was dahinter ist, Lee. Ey, du machst jetzt hier ganz optimistisch die scheiß Tür da auf. Ja? Oh fuck, uns geht's nicht gut. Kacke, wir sind echt infiziert, befürchte ich. Scheiße, ich glaube, wir verwandeln uns gerade in einen liebenswerten, gut aussehenden Zombie. No time left. Scheiße. Wir haben doch keine Zeit. What the hell happened? It's the bite. Well, what can we do? I don't know. Help me move him. Jesus. Are you sure this will help? You got any better ideas? Okay. It's now or never. Stop! He's awake! He's awake! He's bitten. We still gotta do something. Schneid doch den Arm ab da. Klar. We're trying to save him. At the very least, buy him some time. Ich war nicht schnell genug. Way, do we know it works? Of course not. Is there gonna be a lot of blood? There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. Let's do it. If there's any chance this saves his life, we have to take it. Let's do it. Maybe it'll work. It's a big risk. Scheißegal, ab mit dem Arm, den brauchen wir sowieso nicht mehr. Ist eh nur der linke. Fuck it. Cut it off. Seriously. Ja, Mann. Yeah. Ach du Scheiße, jetzt machen die das wirklich. Verdammt, vor allen Dingen steht Lee dabei auch. It'll be over before you know it. Just gotta get through. Komm, richtig reinhacken da. Oh, Scheiße. Ohne Schmerzmittel nichts. Fast would be good. Look, you're gonna... Try to stay still! Fuck! Just hold on! Kacke! Oh, Scheiße! Verdammte Axt, ey! Ich hätte den Arm schon viel früher abgeschnitten! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Oh Gott! Ist das widerlich, Leute! Ja, fuck! Ja! Ja, Gott, ey. Ja, egal, jetzt erschlagen wir ein paar Zombies mit unseren ollen Stumpen, die wir da am Hängen haben. Ach, guck mal, da ist der Arm noch. Oh mein Gott, du bist lebend. Es war getting to the point where we figured you weren't coming back. My arm's on fire. I can still feel my fingers. Holy hell. Oh, this hurts more than you can believe. Do you think you'll be able to travel? You lost some blood. Ja, wir müssen uns langsam mal verpieseln hier. Den Arm können dann die Zombies auffressen. Das ist ja völlig Latte. The elevator's open. Let's go. Ab in die Fahrstuhl. I'll bring up the rear. I don't want to bleed on anyone. Ja, schön, dass der Fahrstuhl oben ist. Egal, es gibt ja eine Leiter. Mit einem Arm lässt er sich wahrscheinlich besonders gut klettern. We're gonna have to go as quiet as possible and see if we can make it to an empty floor or even the roof. You think it's possible for you? Klar. Get going. Los geht's. Da bin ich mal gespannt, wie er das macht.
Ja, mit dem Ellenbogen irgendwie einhaken. Ja, oder so. Okay, down there. Remember, quiet. It's no big deal. Another arm would just get in the way. Jesus Christ, Lee. Scheiße. Oh Gott, jetzt wackelt auch noch der Fahrstuhl. Weiter geht's, Lee. Nicht schwächeln jetzt. Du kannst ja zur Not noch mit dem Stumpen irgendwie die Waffe rausschubsen, mit dem Fuß auffangen, hochschleudern. Und dann irgendwie doch noch verwenden. Ich weiß es nicht. Oh Gott, ist der Weg weit. Mit einem Stumpen. Watch out! Oh man. Oh jeez. Everything okay up there? I think I just peed myself. So yes then. Mein Gott. Ach, wir haben es gleich geschafft. Ach, da kommt schon wieder der nächste Zombie. Schnell, Lee, kletter! Sieht doch ein bisschen komisch aus ohne Unterarm. Und mal sehen, ob es funktioniert. Ob es hilft. Ich kann es euch nicht sagen. Wäre natürlich ein tolles Happy End. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch eine epische Prothese. Ich weiß es nicht. So, Lee, komm mal raus aus dem Kabuff, Junge. Hospital. Ja, auf die Idee ist schon mal einer gekommen, sich da oben breit zu machen und was an die Wand zu schmieren. Offensichtlich hat derjenige überlebt nicht. Ja, und die Hilfe ist wahrscheinlich auch keine gekommen. City empty not too long ago? Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There's thousands. A million. Did they follow us here? It seems like it, but that can't be, can it? That's crazy. They can't track. They just roam. What about the train? What about the train? Clementine's out there somewhere. Gobbled up in all of that. We'll get to her, Lee. We'll do whatever we have to. Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. Good. I don't think we can ignore what just happened to Lee. He lost a lot of blood down there. Omid's right. Ah, es tropft immer noch. If you see yourself getting woozy or, you know, if it didn't work, just take it easy. Screw that. I look like I need any preferential treatment? Well... You could have taken my damn leg down there. Wouldn't have slowed me down a bit. You hear me? Yeah, we do. Now what? We need to get down there and find a scared little girl. Let's try to get our bearings. Ja, dann mal los. Die weiß gar nicht, wo er hingehen soll. Was ist denn das da oben? Sag mal, an der Dachkante. Das sieht aber komisch aus. Das ist ja ganz rot. Na gut. Oh, wir haben eine neue Trophäe gewonnen. Was ist das? Freigeschaltet Into the Fire. Ja, so sieht's aus. Gucken wir mal. Okay. Da ist eine Leiter. Die können wir mit einem Arm auch nicht großartig schleppen. Farbe. Some poor bastard took a spill. Ja, da können wir jetzt auch nicht rübergehen wahrscheinlich. It's an extension ladder. Eine Extension Leiter, das heißt, die kann man ausziehen. So, wollen wir hier mal mit dem Motherfucker reden oder was? Völlig unsympathisch, der Ben. See anything? There's a fire escape here. And that's about it. Hm. You came with me. Oder? You came with me. You didn't think I would? It's like you said, Clementine has been my biggest, well, only real fan. I'd be a big piece of crap if I didn't. If we get over to that bell tower, we might have some impact on all those walkers out there. But then we just run through the streets? I don't know. What do you think? I think I'm staring down at my worst nightmare. Just a dusty haze of death. Try to keep your shit together. We need to get off this roof. You still want to die? I'm more afraid of getting someone else killed. When it all comes down to it, if it's just you and Clementine for some reason, I think you'll have plenty of reason to want to live. Don't talk like that. Way things have been going, I don't have any choice, Ben.
So, damit wäre alles geklärt mit Benny. Oh, guck mal hier, da kann man da runterlaufen. Oder klettern vielleicht. Looks like Crawford Square over there. Tja, guck mal an. That looks like Crawford Square over there. Ach, guck mal an. That looks like Crawford Square over there. Ach, guck mal an. That looks like Crawford Square over there. Ach, guck mal an. Ja, jetzt reicht's aber hier. Ich erinnere mich schon nicht. Yeah, if half the dead population of Georgia wasn't wandering the streets down there. Tja, jetzt die Frage natürlich, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da runter, wenn die ganzen Zombie-Horden da sind? Oh Gott, nicht dahin, nicht zu Ben. Komm, weiter geht's, Lee. Lee. So, ja, wir werden, Entschuldigung, ich bin schon wieder völlig am Ausrasten hier. Wir werden jetzt hier erstmal den Leuchtturm läuten und hoffen dann natürlich, dass die euren Zombies irgendwie angezogen werden auf diese Seite des... ach du Scheiße, ich kann doch nicht mit einem Arm darüber springen. Ach komm, scheiß drauf. What's up over here? Bell Tower. That's what's up. Huh, yeah. That could help. No way. It's higher than this roof for starters. Ja, dann hol doch endlich die Leiter, meine Güte. Lee, Mensch. Du kannst manchmal nur so weit denken, wie ein Kaninchen kacken kann. Das ist ja unglaublich. So, jetzt hol dir endlich die doofe Leiter. Zieh das Ding darüber. Der Extension Leather. Ja, geht doch. Jetzt kann er es auch anfassen. Ja, zum Glück ist er nicht dran. Need a hand with that? I got it. So. Los geht's. Ja, lauf doch mal. Warum back? Nicht back. Mitnehmen das Ding. Was machst du denn da, Lee? Du sollst die scheiß Leiter mitnehmen. Mann. So, und jetzt lauf. Einfach laufen, Lee. Laufen. So. Ja. Wie hat er das gemacht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie hat er mit einem Arm die Leiter festgehalten und gleichzeitig hochgezogen? Yeah. Naja, was soll's. Could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. You shouldn't be the one to go. My leg's feeling better. Let me do it. I'll do it. Oh Gott, du fällst auch runter. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. What's the worst that could happen? I get bitten again? So we're agreed then. Super. Ja, dann los, Lee. Kriech mal drüber da, Kollege. Kollege Lee Shu. Oh Gott. Maybe we should have someone more able-bodied doing that. You sure you're up for it, Lee? Say that again and you're gonna find out. Fair enough. So, los geht's. Climb to the bell tower. Da passiert doch irgendwas hier. Wir kommen wahrscheinlich hier gegen mit dem Fuß gleich, dann bricht die Leiter auseinander, wir fallen runter und beißen die Zombies. Ja. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's genau gewusst. Scheiße. Ja, jetzt kommen wir da natürlich nicht mehr weg. Einen haben wir zumindest erschlagen. Holy shit, man! Are you okay? Da kann der runterspringen. I'm fine. Was wishing I had my other hand. No shit. Try to find another way out of there? Klar, springen. Einfach nur springen. It's locked. Shit. Kein Problem. The exit in here is locked. Mann, du kannst auch da hinten runterspringen, meine Güte. So, jetzt Leute erstmal hier. Ja, jetzt kommen die alten Zombies rüber gekrochen hier. Wir werden dann gleich über die Schlucht zurückspringen, hinten runterlaufen. Ja, und dann? Tja. They're coming this way. Tons of them. Jesus. Now get back here. So, spring, Lee. Spring. Spring, wie du noch nie gesprungen bist, mein Bester. Komm schon, das schaffst du doch locker. Nimm Anlauf. Geh zurück. Halt den Atem. Halt den Atem an. I think I have to jump. There's no way back. Richtig. Fuck, be careful. Er hat doch eine Hand. You got this. You
got this, motherfucker. Er bezeichnet sich selbst als Motherfucker. Und los geht's. Come on, Lee. Jump. Ja, mit seinem Glück verlieren wir gleich noch das Walkie-Talkie oder sowas. Ja! Oh Gott. Dich zieht auch keiner hoch, Lee, ne? Du musst alles alleine machen. Meine Güte. Nice. Now let's get the hell out of here. So, los, Lee. Abfahrt. Mann, Mann, Mann. Ist da gerade ein Zombie hochgelaufen? Ich habe da einen Schatten gesehen. Wer ist das denn? Der sieht ja auch ganz komisch aus. Ja, so wird's gemacht. Das war aber kein lauter Schuss. Vielleicht ein Schalldämpfer? Sieht auf jeden Fall nicht so aus. So, da ist das Boot drin. Ach du Scheiße, irgendwer ist da drin und wartet. Oh fuck. Tja, das war's dann mit dem Boot. They fucked us. What? Who? Vernon. He didn't have Clem. So where the fuck is she? With someone else. We're going after her. Fuck. Just Jesus. Wait. The cancer patients did this? Yeah, they were waiting. Tired of living underground, I guess. They kicked the shit out of me and tossed me in here. Wait, what the hell happened to you? Cut it off. Seriously? Yeah. I lived through it, which is a start. And, well, Tja. I thought it might save my life. I was lucky to get bit down on the wrist. Far from anything important. But who knows? Jesus. Omid, can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Yeah. Na klar. This is not happening. Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine, and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. Yeah, that seems like a good idea to me. Nobody asked you. You just did. Don't get fucking smart with me, Ben. Chill. Do you remember we had a boat? A boat! Worry about the boat after. You can scour the goddamn coast looking for him. I'll make that bastard wish the cancer had got him. You're welcome to. Just calm down for a second. Yeah, chill. We can do this in the yard. Ben, I swear to God. What do we do without a boat? Get the countryside. Yeah. Find a small town. Maybe one that hasn't been ripped up too bad. At some point, people are gonna have to start rebuilding. And you guys and Clem should be part of that. I don't know. Gotta have hope. We all do. Even you. Quit talking like you're already dead. Where the hell do you get off? I'm just saying we should all chill. Not just you. Chill. Lee's bitten and God knows how long he has left. Clementine is who the fuck knows. And we're robbed of the only hope we've had. So? So Lee should have left your ass in Crawford. We got enough problems. Fuck you, Kenny! Careful, guys! No, let him. I am so, so, so sorry about Katja and Duck. I am! And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead! No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse, and I don't know! So give me a fucking break! Oh, Ben, I'm... Oh, scheiße! Oh, shit! Ben hat rumgeschrien und jetzt kommen die ganzen Zombies. Toll! Schon wieder hat das verkackt. Mann! Ich kann They shouldn't Ben be nicht able leiden. To get into the backyard, right? Ich hätte ihn verrecken lassen sollen. Maybe not. We can secure this place. Krista! Get upstairs. Make sure nobody's here. On it.
Kenny! Look for weapons. Gather anything you can find. Will do. Ben. Ja, mach gar nichts am besten. Kill anything that gets in. You know you're talking to me, right? Ben, just do it! Omid! What is it? Oh, fuck. Front doors! Scheiße! Fuck! Scheiße! Verreck, du Kack-Zombie! Wir haben eine Zombie-Hand Lee, gefunden! Help! Cut their fucking arms off! There's gotta be a knife or something in there! Oh, scheiße, Hurry. Mann! Komm, hier ist Ruder Angie so Kackmesser raus! Ah, Spitze! Take their goddamn arms off! Ah, machen wir! Zack, weg! Komm schon hier! Fleischerli bei der Arbeit! Ach, da oben ist auch eine Hand! Super! Now what? Okay, nochmal Aufgaben verteilen. Shh, everybody. We have to hide and then find a way out. Lee's right. This place is secure. We're patient and then we get going. Fuck. Scheiße. War wohl nix. Fuck, new plan. Get upstairs, go. Wie geil. Fuck, new plan, ja. Lauf da oben, scheiße, Mann. Guys, help me with this. Ich hab doch nur einen Arm, verdammte Kacke. Schieb. Komm schon, Lee. Schon wieder? Oh Gott, mein Finger wird taub. Everyone get to the end of the hallway. Komm, Lee. Gib alles in den Kugelarm. This will slow him down. Komm schon, Lee. Get to the end of the hallway. Take a fucking stand. Fuck. Can't let aber alle haben eine Knarre, das ist geil. As many as we can. When we see an opening, we go for it. How many bullets y'all have? 3. 5. 4. 2. Y'all know where to aim. Get ready. Okay. Leute, leider ist die Zeit schon echt knapp. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Wenn es wieder heißt The Walking Dead. Ich freue mich auf euch und ich hoffe, ihr seid dabei, um herauszufinden, wie diese ganze Story endet. Mein Name ist Cajun Happy und ich sage Tschüssi, ciao.